So, das Ding ist schon mal fertig. Das Bombardement ist auch fertig. Da kann ich da Leute reinschicken? Nein. Die machen das alles supi. Da sind die Sniper mit am Start. Da seid ihr. Ihr nehmt jetzt nochmal das Ding fix ein. So, und dann passt es. Da sind meine Leute noch am Start. Die Panzer kommen mal mit. Die Tomahawks bleiben noch ein bisschen hinten. Um, ja, ein bisschen Sicherheit noch zu sorgen. Weil wenn die Bums machen, machen die auch Bums. Und ich kann hier soweit erstmal sichern. Okay, bis hier sind auf jeden Fall keine normalen Leute mehr. So, Tomahawks könnte ich denn von hier aus mehr oder weniger abfangen. Entspannt euch. Die restlichen kriegen mal eine Reparaturdrohne, dann passt es schon. Das ist gut, dass ihr die Stellung haltet. Oje, oje. Egal. So, das passt, das passt. Wir gehen mal da drauf weiter. So, einmal alle da drauf. Da drauf. Weiter, weiter, weiter. Jetzt als nächstes gehen wir alle da drauf. Immer schön da drauf, immer rauf, immer rauf. Hellstorm nach. Unser Schutz ist gleich wieder da. Unsere Reparatur, die ist fertig. Ein starker Nachhiel, dann passt's. So, ihr geht da drauf. Komm, 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 komm. Egal. Dann geht der halt kaputt. Dann gehen wir halt da drauf. Dann geht der nächste halt auch nochmal kaputt. So, wir holen uns die Hellfire nochmal zurück. So, wir müssen halt das Ding erstmal kaputt machen. Das ist halt wichtig. Ja gut, dann verpissen wir uns mal. Okay, gut. Soweit schon mal so gut. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir nehmen jetzt mal dich. Ich bin gerade überlegen, den mitzunehmen. Ist der draufgegangen? Ne. Ich wollte sagen. Eigentlich kann er gar nicht drauf gehen. Zack. Oh, oh. Der Panzer, nice. So, ja gut, die kommen da definitiv nicht durch. Da sind schon meine nächsten Panzer, sehr gut. Ich werde die Panzer nochmal eine andere Koordination kriegen. Gehen, damit die, also einen anderen Sammelpunkt, dass die hier oben sind. So. Ihr kriegt die Hellstorm. Uiuiuiui. Ihr geht mal da oben hoch. Und dann fahre ich mal fort. Okay, das ist sehr gut. So, die haben sich gesammelt, jo. Die haben meine Tomahawks kaputt gemacht, ne? Glaube ich, scheiße. Zack. Den Panzer, was haben wir denn da? Eigentlich nicht mehr wirklich arg viel, ehrlich gesagt. So, zack, zack, zack. Da werden wir unsere E10-Angriff nochmal raufknallen. Wir haben da noch ein bisschen. Ich werde hier kurz mal zwischenspeichern. WA-Test. Was sagt der Zeiteisen? Wir hängen auf jeden Fall recht lange schon hier an der Mission, weil das ist doch eine arg lange Mission, weil die haben eigentlich so viel, was halt wirklich zum Kotzen ist. General, die Zerstörung des IBG-Stützpunktes in diesem Sektor hat oberste. Die Dinger sind halt das Problem, die hier. Sichern und schützen Sie die Bohrtürme. Sonst haben Sie keine Chance. Ja, ja, wir haben aber schon eine Chance. So. Und zwar, wenn die Dinger halt kaputt gehen, dann passt es schon. Eigentlich würde ich hier ganz gerne durchfahren und mich hier hinten postieren, dass ich einfach wegkomme von diesen Stingerstellungen, die mir die ganzen Dinger weghauen. So, als nächstes gehen die weg. Ich muss da, ich muss mir. Nee, ich, scheiße, ich muss zurück. Einheit verloren. Alle Rückzug. Ansonsten haut es nicht hin. Ich muss meinen Special-Soldaten mitnehmen. Ich muss den vorschicken. So, dass die überhaupt ein bisschen was reißen können. Euch ziehen wir mal nach dahin. Die Dinge sind kaputt, ne? Ja. Das heißt, die müssten theoretisch mich jetzt in Ruhe lassen. Einheit verloren. Ach Mann, ey. Dass ich immer so viele Einheiten verliere, das ist so zum Kotzen. So, ich muss meinen Soldaten, den Special-Typen hier mitnehmen.
um halt die ganzen kleinen Viecher hier kaputt zu machen. Die fahrenden Bomben. Ihr seht ja, ne, was hier am Start ist. So, zack. Ich glaube, wenn ich den da reinpostiere, sollte eigentlich ganz gut die Leute wegholen. Sehr gut. Sehr gut. So, dann holen wir uns da noch ein bisschen was. Der Panzer kommt dahin. Normalerweise sollten wir das eigentlich ganz gut hinkriegen. So, ihr geht jetzt nochmal dahin. Einfach nur als Unterstützung. Sehr gut, der Sniper ist damit am Start. Der geht dahin. Und euch stelle ich mal auf diesen Bereich beschützen ein. Okay, so, ihr seid bereit. Die restlichen kriegen noch ein paar Hellstorm. Wir werden trotzdem noch weiter Panzer produzieren. Haben ja die Kohle. Nochmal ganz kurz zwischenspeichern. Und das müsste denn eigentlich auch hoffentlich die dritte Mission gewesen sein. Die vierte. So, auf geht's. Einmal da drauf, Kollegen. So, zack. So, er muss einfach die Typen, die RPGs wegnehmen und das reicht schon. Ehrlich gesagt. So, zack. Zack. Solange er hier immer die Dingens wegholt, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber ich habe keinen Bock, dass mir meine, dass er drauf geht. Zack. Na komm. Du gehst wieder zurück, raus aus der Reichweite, weil jetzt kommen die Panzer und machen den ganzen Kram. Nachhealen. Wichtig, ihr fahrt mal weiter hoch. Und du musst dahin gehen. Ja, passt schon. Komm, 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 komm. Einheit verloren. Zurück, zurück, zurück. So, dahin. Ihr macht den Panzer mit fertig. Einheit verloren. Der steht da noch ganz schön im Bedrängnis. Zack, zack. Der macht halt einfach so starke Shots, wenn der hochgelevelt ist, Mann. Das ist so unfassbar. Ihr kriegt mal die Dingensdrohne. Also die normale Angriffsdrohne. Alter, der macht einen kompletten Panzer fertig. Einheit verloren. So, ich muss die erstmal ein bisschen weiter wegziehen. So. Weil dann würde ich ganz gerne mit dem Typen hier durchgehen. Erstmal zumindest ein bisschen als Tarnung. So, zack. Weil jetzt möchte ich nämlich erstmal das... So, das Ding geht erstmal kaputt. Weil seht ihr? Ihr seht, ne? Wie stark das Ding ist? Unser Kommandobot, so, der Kommandobot ist entdeckt worden. Das ist jetzt aber nicht so das Problem. So, das Ding weg. Das Ding weg. Oh, oh. Lauf, 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 lauf. Die wollen mich doch verarschen jetzt, ne? General, die Zerstörung des IBG-Stützpunktes in diesem Sektor hat oberste Priorität. Sichern und schützen Sie die Bohrtürme. Sonst haben Sie sollte eigentlich ganz gut sein. So, weil wenn ich die beiden kaputt, das Ding da kaputt gemacht habe, Einheit verloren. Ja, Schnauze. Zack, zack. So, jetzt noch einmal das Ding kaputt. Ja, scheiße, das war's mit dem Kommando. Ey, die zerknallen mir echt meine Panzer da hinten mit diesen scheiß Scud-Stellungen. Ich fass General, es nicht. Den Kommandobot hat es erwischt. Ist mir egal, solange die Dinge es nicht dadurch. Oh Mann, ey. Was mich halt stört, sind. Ah, Moment mal. So, zack. Einheit verloren. Na super. Ja, der Kommandobot, den kann ich auch wieder bauen, wenn ich das will. So ist es jetzt nicht. Ah, fuck. So, zack. Erstmal da drauf schießen, kurz mal. Einheit verloren. Schießt auf die Fässer. Ah, scheiße. Nee, da drauf. Erstmal da drauf. Ah, scheiße. Mein Heal ist immer noch, reicht immer noch nicht. So, IBG-Loch weg.
Jetzt müsste dieser Wichser da eigentlich mal weg. So, IBG-Loch kaputt. Zack. Und Rückzug. Alter, mach den Typen da wenigstens kaputt. Ja, es war so klar, Mann. Es war so klar, dass das wieder verkackt wird. Egal, wir haben hier aber noch eine kleine Horde. So viel ist das ehrlich gesagt gar nicht. Du kommst dahin. Das heißt, wir brauchen nochmal weitere Panzer. Dass ich immer vergesse, meine Panzer nachzubauen. So. Und mit denen stürmen wir jetzt mal hier rein. Das sollte jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Ihr werdet auf Blendgranaten umgewechselt. Ich werde mal sicherheitshalber hier mal gucken. Da ist ein so ein Teil. Einheit verloren. Was? Einheit verloren, okay. Sollte an sich soweit frei sein, hoffe ich mal. So. Scheint zumindest sauber zu sein ab hier. So, und dann gehen wir nämlich mit den Leuten daran. Dann holen wir uns den als erstes weg. Da schießen wir mit den Blendgranaten rein, dann ist das geräumt und dann passt es. So, erstmal hier diese scheiß Benzinfässer da weg. Als nächstes geht die Scud-Stellung. Alter, stellt euch vor, eine Scud-Stellung, die auf Stufe 3 ist. Das ist normalerweise fast unmöglich, weil die einfach so extrem stark ist. Du sollst eigentlich mitkommen, Kollege. So, dann nehmen wir als nächstes die Dingestellung. Na gut, dann machen wir es halt so. Stimmt, der Sniper macht ja schon wieder die Arbeit, alles super. Das könnten wir einnehmen. Das will ich aber ehrlich gesagt nicht. So, zack, 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 zack. Dann haben wir das Ding kaputt, dann machen wir das Ding kaputt, weil dann bräuchte ich theoretisch auch keine weiteren Panzer nachbauen. Ihr geht mal da drauf wieder. Dass ich da wenigstens... Jawohl! Oh Mann, ey. Das war wirklich eine Fuck-Mission, ohne Scheiß. Da haben wir jetzt eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder sowas für dran gesessen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war auf jeden Fall nicht einfach. Irgendwo in dieser belagerten Stadt bereitet der gesuchte Dr. Trax sein letztes Gefecht gegen die WA vor. Seit der Eroberung eines Ölfeldes der IBG dürfte es unmöglich für Dr. Trax werden, seine Forschungen zu forcieren. Nun, da seine Feinde weiter vorrücken, wird es für diesen großen Wahnsinnigen eng und er droht mit dem Einsatz seiner Gamma-Rakete, einer der verheerendsten Waffen, die jemals gebaut wurden. Um Katastrophen wie bei den Angriffen auf die Raketenstellung in Asien zu verhindern, haben die Truppen der westlichen Allianz ihre Angriffe unterdessen verstärkt. Die Neutralisierung von Dr. Trax wäre zweifellos ein entscheidender Schlag gegen die Kampfkraft der IBG. Weitere Berichte werden womöglich etwas schwierig. Das war James Seabury, Ihr Reporter von der Front. Okay. Aber ich werde jetzt nach dem Intro nochmal speichern und nochmal eine kurze Pause machen. Ich bin mal gespannt, wie lange ich dafür gebraucht habe. Setcom H4 hat die Position der Basis bestätigt. Fotos werden jetzt geladen. Bodentruppen, verifizieren Sie den Status der Chemiefabriken. Chemiefabriken bestätigt, Sir. Anschließend bekommen wir für unsere Operation grünes Licht. Weitere Regionen Sierra Hotel Oscar Charlie Kilo. Wir wissen, wo sich Dr. Trax aufhält. Er ist im Besitz von startbereiten Raketen mit chemischen Sprengköpfen. Die Zerstörung seiner Chemietanks hat ihn zwar aufgehalten, aber wir müssen diese Raketen sicherstellen, bevor er sie zünden kann. General, aufgrund der zahlreichen Zivilisten im Zielgebiet müssen Sie den letzten Stützpunkt mit Bodentruppen attackieren. Besetzen Sie 4 Raketensilos. Dank der Befreiung der Ölfelder von Amisbad stehen Ihnen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. Ja, okay, das wird auf jeden Fall... Ja, es wird schon schwer, weil die ganz garantiert, was weiß ich, wie viele Sachen wieder entgegenstellen werden. Aber ich mache hier trotzdem eine kurze Pause, also wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich.